Willkommen zum Video über die Kreisfrequenz. Nach diesem Video kannst du die Kreisfrequenz bestimmen. Im letzten Video hast du bereits gelernt, wie du die Amplitude bestimmen kannst. So stürzen wir uns in die Sache. Hier siehst du die Sinusfunktion, so wie wir sie bereits kennen. Also f von t ist gleich Sinus von t. Oder auch f von t ist gleich Sinus von 1 mal t. Ganz allgemein, f von t ist gleich Sinus von Omega mal t. Und Omega ist die Kreisfrequenz. Um nun die Kreisfrequenz zu berechnen, betrachten wir eine Periodendauer. Hier habe ich eine Periode für dich rot eingezeichnet. Sie geht von 0 bis 2 Pi. Die Periodendauer ist somit 2 Pi Rad. Wenn ich nun Omega verändere, mit Hilfe eines Schiebereglers, sehen wir, dass sich die Kreisfrequenz hier mit verändert und unsere Kurve schneller ausschlägt oder langsamer. Hier habe ich wieder eine Periode nachgezeichnet. Sie geht von 0 bis Pi. Um nun die Kreisfrequenz zu berechnen, rechnen wir 2 Pi durch die Periodendauer unserer Funktion. Das heißt hier, Omega ist gleich 2 Pi durch Pi. Und das ist 2. Das stimmt mit diesem Wert hier überein. Kommen wir zum nächsten Kästchen. Pausiere nun das Video und fülle die Lücken selbst. Die Funktion y von t ist gleich Sinus von t durchläuft eine vollständige Periode von t ist gleich 0 bis t ist gleich 2 pi. Wir haben das gerade im Video besprochen. Die Funktion y von t ist gleich Sinus von Omega mal t durchläuft eine vollständige Periode von t ist gleich 0 bis t ist gleich 2 pi durch Omega. Ihre Periodendauer beträgt also t ist gleich 2 Pi durch Omega. Das können wir umformen. Die Kreisfrequenz ist somit Omega ist gleich 2 Pi durch T. Omega größer 1 bewirkt eine Stauchung in T-Richtung. Und Omega zwischen 0 und 1 bewirkt eine Streckung in T-Richtung. Schauen wir uns die abgebildeten Graphen an. Der grüne Graph gehört zu y1 von T. Die Funktionsgleichung lautet Sinus von 2 Pi durch 2 Pi mal t. Also y1 von t ist gleich Sinus von t. Der orange Graph gehört zu y2 von t. Die Funktionsgleichung lautet Sinus von 2 Pi durch Pi mal t. Das ist gleich Sinus von 2 t. Der schwarze Graph gehört zu y3 von t. Sinus von 2 Pi durch 4 Pi mal t ist gleich Sinus von 1/2 mal t. Somit sehen wir, wenn Omega größer als 1 ist, also für y2 von t, erhalten wir eine Stauchung unserer Funktion. Und wenn Omega zwischen 0 und 1 ist, wie bei y3, 1/2, erhalten wir eine Streckung. Sehr gut, du kannst nun die Amplitude und die Kreisfrequenz bestimmen. Im nächsten Video lernst du über den Nullphasenwinkel.